Uwe Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns. Heute mit Folge 36. Eine Frage hätte ich da noch. Eine Frage hätte ich da noch. Sind denn sämtliche Außenpolitiker Westeuropas, der westlichen Wertegemeinschaft, von allen guten Geistern verlassen? Fragezeichen. Warum stelle ich diese Frage? Heute früh, kurz vor der Arbeit, bin ich gestolpert über eine Meldung im Mainstream. Und zwar, eine Kampfjet-Koalition Gestalt annimmt in Europa. Eine Kampfjet-Koalition, das Unwort des Jahrtausends würde ich es in diesem Jahr nennen, des Jahres, ist Kampfjet-Koalition. Bedeutet nichts anderes als eine Kriegskoalition. Bedeutet nichts anderes als eine, wir nehmen einen eventuellen Atomkrieg mit Russland in Kauf-Koalition. Bedeutet von allen guten Geistern verlassen Koalition. Bedeutet, seid ihr wirklich irre geworden? Großbritannien, Niederlande wollen Kampfjets senden. Vor einem Jahr, dreiviertel Jahr, als es mit den Waffenlieferungen losging, haben alle davor gewarnt, wann kommen die Kampfjets? Nein, wir machen Salamitaktik, sagt die deutsche Außenpolitik. Und Scholz, immer Salami, immer nett, immer so, der ist so zurückhaltend, aber am Ende doch macht er alles. Umarmt Zelensky und macht ein kein Blatt Papier passt dazwischen. Freund. Langsam erinnere ich mich bei diesem Wahnsinn, der immer weiter eskaliert, erinnere ich mich an den Satz und würde ihn gerne wieder ausrufen. Völker der Welt, schaut auf diesen Konflikt in der Ukraine, nicht auf diese Stadt wie damals West-Berlin. Völker der Welt, schaut auf den Ukraine-Konflikt. Wenn wir nicht aufpassen, fliegt uns das ganze Ding, uns allen in Europa und eventuell der ganzen Welt, um die Ohren. Völker der Welt. Ich habe wieder, der liegt bei mir seit 2017, seit der Fahrt mit Dirk Pohlmann und Friedens-Druschba-Freunden nach Russland, Stalingrad unter anderem, liegt dieser Fisch vom deutschen Soldatenfriedhof in Stalingrad. Trockenfisch hat mir damals der Friedhofswächter geschenkt. Trockenfisch in flüssigen Kunststoff getaucht, damit er nicht müffelt und verfault. Liegt seit 17 in meinem S-Klasse Mercedes vorne. Bin wahrscheinlich der Einzige, der einen Fisch vorne drin liegen hat. Weil mich dieser Trockenfisch aus Stalingrad immer daran erinnert, jeden Tag, wenn ich mit meinem Auto fahre, 330.000 Kilometer jetzt schon drauf auf dem Tacho. Erinnert mich daran, was für den Frieden zu tun, damit nicht diese Friedhofsruhe eintritt in der ganzen Welt, in einem nochmaligen Krieg mit Russland. Damit die Deutschen daraus lernen, aus dem Krieg und aus den verlorenen Weltkriegen, die sie schon kennen. Und das niemals vergessen, es darf nie wieder russische Soldaten gegen deutsche Soldaten kämpfen, dürfen nie wieder. Entschuldigt mich, ich reg mich gerade so auf, wie viel Dummheit, arrogant und mit welch einer Unverfrorenheit hier gepokert wird und darauf gesetzt wird, dass Putin und seine Generäle schon nicht den atomaren Knopf drücken werden und schon nicht so eskalieren werden. Man bedroht die größte Atommacht der Welt mit Panzern und Kampfjets jetzt zukünftig. Und rein zufällig, nicht zufällig, wird diese Kampfjet-Koalition, dieses Unwort, hört sich nett an, ne? Hört sich so nett an, Koalition, klingt wie im Wahlkampf, zwei Parteien, wir bilden eine Koalition, klingt so nach Kuschelkurs mit Kampfjets. Ich werd verrückt, das ist alles krank. Diese Leute spielen mit dem Leben der anderen, aber sie werden in Bunkern sitzen. Sie werden sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor es knallt. Die anderen alle verheizen mit ihren Waffenlieferungen. Hunderttausende sterben. Gestern habe ich es geladen bei mir hier in meinem Kanal von Herrn Barb,
mit der Preradovic, das Interview, müsst ihr euch unbedingt angucken. Da habe ich einen kurzen Ausschnitt gezeigt, wie schnell das Leben an der Front Infanterist vorbei ist. 3 bis 5 Tage Überlebensdauer. Danach sind die meisten verglüht, 30 Meter um den Einschlag dieser Bomben. Verglühen bei 1400 Grad und die inneren Organe werden zerrissen, auch wenn du irgendwo im Bunker, irgendwo im Schützengraben irgendwo liegst, durch den Unterdruck nach der Explosion. Das ist einfach nur Sterben mit Beschuss. Die werden verheizt mit "Wir helfen der Ukraine". Man verheizt hunderttausende Ukrainer und auch russische Soldaten. Wie krank ist diese Politik? Solidarität beim Verheizen. Wir schmeißen noch Waffen, da prügeln sich zwei auf dem Schulhof prügeln sich und wir werfen dem einen Messer und noch irgendwie einen Schlagstock und auch noch einen Morgenstern hin, damit er dem anderen aufs Maul haut, statt wie jeder normale Mensch bei einer Riesenprügelei geht man dazwischen und sagt, stopp jetzt, hört auf, wir müssen das beenden und nicht Öl ins Feuer gießen, wie oft haben wir das gesagt in dem letzten über einem Jahr. Meine Güte, was ist hier eigentlich los? Und die Leute schweigen, die nehmen alles hin. Die Leute sind ja hypnotisiert, wie Yasinna es schon vor über 10 Jahren sagte, hypnotisierte Massen. Die nehmen alles hin, die schlucken alles. Ja, da kommt genau in einem Zeitraum im Juni der Luftraum wird gesperrt. Das wisst ihr, ne? Das ist ja schon angekündigt. Vom irgendwie 13. Juni bis 23. Juni oder 10. bis 23. Manöver, Flugmanöver. Ach ja, Jagd. Ah, da kommt sie, die Kampfjet-Koalition. Na, das passt doch, wenn man die bis zum Beginn des Manövers mit allen westeuropäischen Ländern gefüllt hat. Dann können ja alle an der ukrainischen Front üben. Üben. Den Verteidigungsfall üben. Ja. Aha, dann... Wann war nochmal der Tag, der Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion von Hitlerdeutschland? Der 22. Juni. Das Manöver endet am 23., Freunde der Nacht. Wenn ich üben würde mit einer großen Truppe, dann würde ich sagen, üben wir doch mal bis zum 21. Vom 10. haben wir 11 Tage Übung. Und dann sollten die Truppen eingespielt sein. Dann ist der 22. der Tag des Überfalls auf die Sowjetunion, Leute. Und nicht umsonst passieren immer an solchen denkwürdigen Daten werden Provokationen gegen Russland durchgeführt. Immer an solchen Daten in den letzten Jahren sind irgendwelche Beschlüsse rein zufällig vom Westen, wo man genau weiß, dass damit stichelt man gegen Russland. Es ist der blanke Wahnsinn. Hört euch die aktuelle Tagesdosis auf Apolut an. Sie heißt, da ist im Titel flache Erde, hat aber nichts damit zu tun, was der Verfasser, ich habe jetzt den Namen vergessen, eine der grandiosesten Tagesdosen, nehmen, da sind so viele tolle, so viele gute. Aber die hat alles komprimiert. Ich habe es auch in meinem Telegram-Kanal hochgeladen. Apolut auf Telegram, Apolut auf der Seite apolut.net. Die Tagesdosis müsst ihr euch abhören. Da ist flache Erde der Begriff drin. Es geht nicht um die flache Erde. Es geht um das flache Denken, um das abgeflachte Denken. Alles schlucken, alles machen, nur gehorchen, nicht aufmucken, anerzogen, konditioniert, über Jahrzehnte zu braven Soldaten Schweg erzogen. Der brave Soldat Schweg, der alles macht, nichts hinterfragen. Flaches Denken nimmt alles an, was die Regierung und was die Obrigkeit sagt und hinterfragt nichts. Das ist flaches Denken, flache Erde denken im Hirn. Eben habe ich noch einen Döner gegessen, Lamajun, lecker mit meinem Mitarbeiter, mit dem Marcel. Und da war draußen auf der entgegengesetzten Straßenseite ein Bestattungsinstitut. Und da stand sinngemäß, verabschieden oder Abschied mit Herz, Sinn und Verstand. Abschied mit Herz, Sinn und Verstand.
oder Herz, Verstand und Sinn. Und da habe ich zu Marcel gesagt, guck mal, beim Abschied benutzt man also Herz, Verstand und macht was mit Sinn. Aber im ganzen Leben hat man die drei Dinge nicht genutzt. Herz, Verstand und was Sinnvolles tun, nämlich zum Beispiel für den Frieden, für Gerechtigkeit eintreten. Das machen 99% nicht. Und sie eiern und sagen zu allem Ja und Amen wie in 2000 Jahren vorher. Herz, Verstand und Sinn, nicht nur beim Abschied, Leute. Im Leben bitte mit Herz, Verstand und Sinn agieren. Ich habe immer meine Alben Wahrheitsrausch, als ich sie rausbrachte, 2012 und 2013, habe ich immer Werbung gemacht bei Facebook. Habe immer geschrieben, für alle Menschen mit Herz und Verstand. Ich habe den Club der Wahrheitssucher gegründet, 2012 auf meinem Album. Und dann gab es 2013 eine Plastikkarte, wie eine Kreditkarte. Club der Wahrheitssucher, CDW. Und da steht auf dieser kleinen Karte, Club der Menschen mit Herz und Verstand, steht dann da drin. Ich habe sie hier übrigens in meiner Brieftasche. Schön, dass ich die mal zeige, das erste Mal. Seht ihr sie oder blendet es hier? Cerebellum, die ist aus dem Jahr 2013. CDW, Club der Wahrheitssucher. Und da steht dann drauf, Mitglied bei Menschen mit Herz und Verstand. Auf der Rückseite, und wenn ich nur einen Menschen mit meinen Worten erreiche, ist es wieder einer mehr. 2004 stand es das erste Mal auf meinem Album. Hier habe ich es auf meine Karte gedruckt. Mein Künstler- und Lebensmotto. Ja, wenn ich nur einen Menschen mit meinen Worten erreiche, ist es wieder einer mehr. So Leute, dass ihr nicht seht, dass der nur schwätzt, der macht, der Schadauer. Ja, Völker der Welt, schaut auf die Ukraine, auf den Konflikt, steht auf und beendet dieses Morden, Töten und Waffensenden, den Konflikt aufrechterhalten. Noch eine Idee kam mir natürlich. Achte der Marcel heute, als ich mich darüber aufregte, über diese Kampfjet-Koalition. Da sagt er, ist doch wunderbar, die haben deswegen so lange gewartet mit den Kampfjets, weil sie erstmal Waffen produzieren konnten. Also sprich, Infanterie, Geschosse, Kleinfeuerwaffen, das ist ein Riesengeschäft. Die haben erstmal ein Jahr lang damit Geld verdient. Und jetzt geht's ja weiter, jetzt lassen sie die ganzen Kampfjets abschießen von den Russen und gegenseitig abschießen. Natürlich, wenn, das ist ihr Ziel, auch ein paar Russen abzuschießen, natürlich. Aber die werden auch runtergeholt vom Himmel. Und was entsteht dann, wenn die Kampfjet-Koalition ihre Flugzeuge liefert? Und wenn sie dann teilnehmen, haben wir den Dritten Weltkrieg. Aber wenn sie noch irgendwelche ukrainischen Piloten damit fliegen lassen, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. So schnell, das dauert ja, bis man so ein Gerät überhaupt mal beherrscht. Aber vielleicht haben sie jetzt auch schon ein Jahr lang, da traue ich denen auch zu, ein Jahr lang schon die Leute, genauso wie sie Minsker Abkommen alle verarscht haben, dass sie schon heimlich ukrainische Piloten an den ganzen Maschinen ausgebildet haben, ein Jahr. Traue ich dem wilden Wertewesten auch zu, denn auf alles ist Verlass beim wilden Wertewesten. Vor allen Dingen darauf, dass man sich nicht auf ihr Wort verlassen kann. Darauf ist Verlass. Sie brechen ihr Wort, haben die Indianer gesagt, die letzten Häuptlinge. Der weiße Mann hat immer sein Wort gebrochen. Der westliche weiße Mann, der wilde Westemann, der wilde, der aus dem wilden Westen kam und dahin ging, hat immer sein Wort gebrochen, immer. Bis zum Minsker Abkommen, wo sollte nur Verzögerung sein, wie sie zugeben. Ja, wunderbar, die Rüstungsindustrie freut sich. Jetzt noch Kampfjets, die abgeschossen werden, müssen wir dann natürlich auffüllen. Wenn die Russen 100, 200 Kampfjets vom Himmel holen, müssen wir 100, 200 neu bestellen. Rüstungsindustrie freut sich, oder? Ich glaube, das ist ein guter Auftrag, so ein Kampfjet. Ne? Ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber da geht's um ein bisschen Asche in der Tasche. And the winner is MIK, wie ich es immer seit 20 Jahren sage. Der militärisch-industrielle Konflikt. Terrorlied habe ich geschrieben, alles erklärt. Feind, man braucht einen Feind. Die Rüstungsindustrie, das Schlimmste für die Waffenindustrie ist Frieden, hat er gesagt in dem Lord of Wars Film. Das Schlimmste ist Frieden. Deswegen braucht die Waffenindustrie Feinde immer und immer wieder. Kriege und Feinde, damit produziert werden kann, Freunde der Nacht. So einfach ist das einmal eins, wenn man nicht die flache Schule der flachen Erde hinter sich hat und nur Ja und Amen und Bulimie lernen praktiziert. Reinfüttern, wie er in der Tagesdosis sagt, auskotzen zur Prüfung und nur studieren, um schnell viel Geld zu verdienen. Ich sag immer, um Leute zu ärgern, die studiert haben, du hast viel gelesen, viel gelernt, aber nichts begriffen und nichts verstanden.
Das sind die Flachdenker von unseren Universitäten nach unserem Bildungssystem. Flache Erdedenker, Flachdenker. Herrliche Tagesdosis. Nur Geld verdienen, nur das zählt. Keine Ahnung von gar nichts, Zusammenhänge, Dialektik, gar nichts. Ich bin bei 15 Minuten, ihr wisst, ich könnte jetzt noch, bis ich zu Hause bin, durchphilosophieren. Wir brauchen Tagesschau, damit die Aufmerksamkeitsspanne noch eingehalten wird. 15 Minuten sind die Leute konditioniert zuzuhören, danach wird es anstrengend. Ich breche jetzt ab. Das war Folge 36. Eine Frage hätte ich da noch. Völker dieser Welt, schaut auf den Ukraine-Konflikt und beendet ihn, ist mein Abschluss.